Die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie war in der Exzellenzinitiative mit einer graduierten Schule erfolgreich. Sie ist die einzige Volluniversität im Freistaat Thüringen. Hallo und herzlich willkommen in Jena. Ich bin Sarah, ich studiere im 6. Semester Soziologie und Psychologie und möchte euch heute gerne mal die Uni vorstellen hier in Jena, weil es eine ganz tolle Uni ist und los geht's. Die Universität Jena ist eine Stadtuni, das heißt, wir sind überall in der Stadt verteilt. Wenn man sich mal den Stadtplan hier anschaut, sieht man, dass jedes Gebäude, an dem eine Nummer steht, praktisch zur Uni gehört und ein Unigebäude ist. Wir befinden uns gerade hier auf dem Ernst-Abbe-Campus und überall verteilt in Jena finden wir historische Gebäude mit Uniräumen. Die Bus- und Straßenbahnanbindungen in Jena sind sehr gut, braucht man aber eigentlich nicht, weil alles sehr nah beieinander liegt und man zu Fuß oder per Fahrrad alles erreichen kann. Die Stadt scheint ein großer Campus zu sein. Und so trifft man überall auf Kommilitonen, Dozenten oder Freunde. Das macht jedoch die besondere Atmosphäre der Studentenstadt aus. Hier stehen wir mitten in der Universität. Hier sind einige Hörsäle, und zwar für die Wirtschaftswissenschaften, die Rechtswissenschaften und für die Soziologie beispielsweise. Eine Menge Hörsäle, eine Menge Seminarräume. Hier sind wir in der TULP, einer der größten Bibliotheken hier in Jena. Es ist ein ganz entspanntes Lernen. Hier kommen viele Leute einfach mal so vorbei, um einfach mal einen Kaffee zu trinken und nebenbei vielleicht mal ein bisschen in die Bücher zu schauen. Wenn man hier anfängt zu studieren, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht durchs Johannistor läuft. Die Sage sagt nämlich, dass man dann durch seine Prüfung fällt und deswegen laufen wir auf jeden Fall außen rum, immer. Hier ist so eine Alternative zur Mensa. Ein kleines Restaurant mit sehr studentenfreundlichen Preisen, in denen halt noch frisch gekocht wird und verschiedene Gerichte serviert werden. Und hier haben wir den Rosenkeller. Eine gute Alternative zum Weggehen in Jena. Also hier gibt es ab und zu Kneipenquiz, wo man mitmachen kann, oder auch Filmabende. Das Jahr 1558 gilt als das offizielle Gründungsjahr der Universität an der Saale. Landesherr Johann Friedrich I. hat den Stein ins Rollen gebracht. Doch erst 1934 bekam die Uni ihren jetzigen Namen. Hier sind wir im Garten vom Schillerhaus, dem Namensgeber unserer Universität, Friedrich Schiller. Und warum das genau unser Namensgeber ist, kann uns am besten die Frau Themel erzählen. Ich möchte heute gerne mal wissen, warum unsere Friedrich-Schiller-Universität eigentlich so heißt, wie sie heißt. Es hieß vorher Landesuniversität. Und man hatte erst an Goethe gedacht, aber die war in Frankfurt schon vergeben, der Name. Und da wurde sie also Friedrich-Schiller-Universität genannt, weil eben Schiller hier 10 Jahre verbracht hat und ja auch Professor an der Universität gewesen ist. Wir versuchen, das Profil der Universität in einer Trias Light Life Liberty zum Ausdruck zu bringen. Jena ist eine Optikstadt. Optik und Photonik gehört zu den geborenen Schwerpunkten der Universität. Aber Light steht natürlich auch für Aufklärung, Enlightenment und die Tradition der Klassik. Life, wir haben eine Exzellenzgraduiertenschule in der Biologie, die Jena School of Microbial Communication. Wir haben starke Forschungsschwerpunkte von der Sepsisforschung und im mikrobiellen Bereich und an anderen. Und Liberty beleuchtet die Tradition des Humanismus, der Aufklärung, der Klassik hier in Jena, insbesondere am Ende des 18. Jahrhunderts. Die Graduiertenschule Jena School for Microbial Communication, kurz JSMC, wird von der Exzellenzinitiative seit 2006 gefördert. Mikroorganismen sind allgegenwärtig. Meist werden sie als Bedrohung, als bösartiger Krankheitserreger angesehen. Tatsächlich sind sie weitaus häufiger nützlich. Neu ist die Erkenntnis, dass Mikroorganismen kommunizieren. Sie leben in enger Gemeinschaft mit Pflanzen, Tieren oder den Menschen und tauschen mit deren Zellen Signale aus. Mikrobielle Kommunikation hat viele Facetten und ist in der Natur deshalb häufig sehr komplex. Mit der Graduiertenakademie haben wir die Möglichkeit, den wissenschaftlichen Nachwuchsdoktoranden, aber auch Postdocs weiter zu qualifizieren für ihre berufliche Laufbahn. Entweder in der Wirtschaft, in Behörden, aber natürlich vor allen Dingen auch für einen akademischen Beruf. Die mikrobiellen Forschungsergebnisse haben Einfluss auf verschiedenste Bereiche. Beispiele sind die Entwicklung neuer Medikamente, die Bekämpfung von Infektionskrankheiten und die Sanierung belasteter Böden. Im Laserlabor der Friedrich-Schiller-Universität wird der Forschungsschwerpunkt Light aufgegriffen. Hier in diesem Labor wird Forschung an optischen Technologien, an Optik, Photonik, am Licht betrieben. Diese
Forschung in der Optik ist zusammengefasst durch das Abbes Center of Photonics, eine starke Vernetzung der Kompetenzen innerhalb der Optikforschung der Universität Jena, wie auch die Vernetzung mit den optischen Industriepartnern vor Ort sowie außeruniversitären Instituten. Kennzeichnend ist das Zusammenwirken von Forschung und Lehre. Das heißt, dass die Studenten schon während ihres Studiums hier an der Hightech-Forschung mitbeteiligt werden. Ich bin der Nils, ich bin hier Bachelorstudent. Ich studiere hier in Jena jetzt im 6. Semester Physik und mache seit 3 Monaten ungefähr meine Bachelorarbeit. Ich finde das extrem gut, dass ich schon relativ früh hier an die Institute gehen konnte, weil das, was mich eigentlich an der Physik interessiert, nicht das ganze Studium, das ganze trockene Bücherwälzen ist, sondern eigentlich die Forschung an sich. Und das klappt auch. Die ca. 25.000 Studierenden verleihen der 100.000 Einwohnerstadt ein immerwährend jugendliches Flair. Hier stehen wir vor der Wagnergasse, The Place to Be in Jena. Hier sind einige Cafés aneinandergereiht, wo man nachmittags einfach mal einen Kaffee trinken gehen kann oder abends weggehen, Freunde treffen. Und super schön hier, gerade wenn die ganzen Lichter leuchten abends. Und es ist immer viel los und sind auch studentenfreundliche Preise. Also jeder kann sich hier abends mal leisten, was trinken zu gehen. Und super nett hier. Ich würde in Jena studieren, weil Jena erstens eine wirklich klassische, kleine Universitätsstadt ist. Weil es eine Stadt der kurzen Wege ist, weil es eine sehr bunte, eine sehr grüne Stadt ist und weil man hier eine Atmosphäre vorfindet, in der das Gespräch über Disziplingrenzen hinweg überhaupt kein Problem darstellt. Ich glaube, das sind eine ganze Reihe von guten Gründen, hier in Jena zu studieren und auch hier in Jena als Wissenschaftler zu arbeiten. Natürlich hat die Universität Jena noch mehr zu bieten und auch die Stadt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick bieten und freue mich, euch bald hier zu sehen. Macht's gut!